das größte Bedürfnis des Mannes, und nicht nur des modernen Mannes, jeden Mannes, zu allen Zeiten, ist immer, sich so richtig als Mann zu fühlen. Und entsprechend von anderen Männern, Gleichaltrigen, Berufskollegen oder meinetwegen sogar auch Vorgesetzten oder wem auch immer, akzeptiert zu werden. Als Mann akzeptiert zu werden und nicht irgendwie, ja, komm, wenn du mal in eine Bikerkneipe gehst von Hells Angels oder was, vor allem in Amerika, oder so unter diesen Regular Joes mit dem dicken Pickup-Truck, die so hochgejackt sind, dann hast du vielleicht auch das Gefühl, hey, das sind alles, die haben Arme, die sind dicker als meine Beine. Das sind richtige Männer und ich nicht. Und dann traust du dich auch nicht in deren Gegenwart praktisch als Mann gerade zu stehen, denen in die Augen zu gucken, sondern es ist immer so ein bisschen, die stehen über mir, die könnten mich verprügeln. Vieles behaupte ich, was du im täglichen Leben tust oder eher nicht tust, zum Beispiel Frauen ansprechen oder als Mann wirklich gerade zu stehen, als Mann wirklich selbstbewusst durchs Leben zu gehen, tust du vielleicht auch deshalb nicht, aus Angst, unterschwelliger, unbewusster Angst, vor Retribution, also vor Konsequenzen durch, dass praktisch dich andere Männer wieder runtermachen würden, wenn du es tätest. Zum Beispiel eine der vielen, vielen Sachen, die immer wieder unterschwellig bei ganz vielen Leuten auftauchen. Am Anfang schwören sie Stein und Bein, dass es nicht so ist, aber wenn du wirklich guckst, ich habe mich selber dabei ertappt. Ich habe gemerkt, dass ich über die mehrere Jahre sesshaft wurde, also sprich vor dem PC saß den ganzen Tag, nicht mehr viel Sport gemacht habe, keinen Kampfsport mehr gemacht habe, nicht mehr 110 Kilo durchtrainierte Muskelkampfmaschine war, sondern plötzlich nur noch 80 Kilo wog und irgendwie dünn war und auch älter war plötzlich, als 30 oder was, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ja, ich muss mich da so ein bisschen zurücknehmen. Ich habe das nicht erkannt, aber ich habe es an seinen Auswirkungen gemerkt. Ich gehe nicht mehr hoch erhobenen Hauptes darum und fühle mich sicher. Gut, dann habe ich wieder angefangen, Krav Maga zu machen oder dies zu machen oder das zu machen und wieder ein bisschen Sport und habe plötzlich gemerkt, hey, ich bin eigentlich relativ gut in diesen Sachen. Ich kann mich verteidigen, auch wenn der Typ 30 Kilo mehr wiegt als ich, wird er Mühe haben, mich klein zu kriegen. Und seitdem ich das mache, merke ich wieder, ich fühle mich wieder, ich gehe wieder gerade, aufrechter, fühle mich wieder mehr in meiner Mitte. Aber das sind im Grunde genommen Äußerlichkeiten, die allerdings im Unbewussten mitspielen. Wie sehr fühlst du dich als Mann? Und wodurch definierst du dich als Mann? Große Themen, große Fragen, die nicht so leicht zu beantworten sind. Aber die meisten Männer denken, sie müssten erstmal sich so richtig als Mann fühlen, und dann kommen sie auch an die Frauen ran. Und das ist auch richtig. Aber ich behaupte mal, es gibt noch eine gegenläufige Komponente oder sozusagen den anderen Teil dieses Kreises, der sagt, nein, ich benutze Frauen. Wenn ich eine Frau so richtig besorgt habe, dann fühle ich mich so richtig als Kerl. Die habe ich jetzt richtig an die Wand genagelt. Ich bin doch ein Mann. Oder ich habe die und die habe ich abgeschleppt und die anderen nicht. Und du siehst, dass es notwendig ist, siehst du im Pickup durch sogenannte Lay Reports oder Field Reports. Das heißt, ich habe 7,3 Stunden gebraucht, um sie durch die Schritte vom Number Close, dann zum Kiss Close und schließlich zum FC, also Fuck Close heißt das, gekriegt. Und jetzt müssen alle meine Freunde das wissen. Auf Facebook oder in irgendeinem Pickup-Forum oder was der Kuckuck. Warum machen Männer das? Wenn du mit einem Mädel Sex hast, wieso denkst du überhaupt darüber nach, jetzt oder später, ob andere Leute das wissen und ob sie dich auch wirklich als Mann respektieren? Wo kommt das her? Oder was für ein Defizit liegt dem zum Grunde? Was für ein mögliches Defizit in deinem Selbstwertgefühl? Und vor allen Dingen in deinem Selbstverständnis als Mann? Das scheint unterm Strich die größte Motivation des Mannes zu sein, sich so richtig als Mann zu fühlen. Deshalb haben wir früher Einweihungsrituale gehabt, Mannwerdungsrituale, und heute haben wir die immer noch, wenn auch vielleicht verzerrt in Form von Militär oder also Fraternities zum Beispiel im College, ist jeder normale College-Student ist in irgendeiner Bruderschaft. Das ist meistens großes Saufgelage und Mutproben und dann halt Weiberjagd gehen im Wesentlichen. We have a party at the frat house. Und dabei kommen die Einweihungsprüfungen, dafür sind zum Teil so heftig, dass zum Teil ab und zu mal was passiert oder sogar Leute zu Tode kommen. Es lässt sich nicht unterbinden, weil der Wunsch der Probanden ist so stark, angenommen zu werden von einer Gruppe von Männern, und wenn es nur zum Saufen ist, dass du dafür bereit bist, dein Leben zu riskieren. Vielleicht nicht du, aber Mann. Und das Gleiche passiert in Gangs, das Gleiche passiert in Sportclubs, in allem Möglichen.
Du musst dich irgendwie bewähren, beweisen als Mann, sei es durch Mutproben oder sei es durch, ja, da musst du durch wie auf dem Schiff die Äquatortaufe oder was auch immer. Das sind alles so Einweihungsriten. Danach bist du einer von uns. Danach bist du, wir haben zusammen richtig gesoffen. Jetzt sind wir Blutsbrüder, so ungefähr. Aber was steckt da wirklich dahinter? Das tiefe Urbedürfnis jenes männlichen Wesens, sich so richtig als Mann zu fühlen. Wenn du das tust, ergibt sich meistens der Rest von allein. Und die meisten Männer zäumen eben das Pferd von hinten auf. Sie versuchen, also wenn ich erst mein Haus, mein Boot, mein Auto habe, wie früher die Sparkassenwerbung, und die Frau an meiner Seite, dann bin ich ein Mann, bin ich ein Kerl, dann habe ich es geschafft. Dann kann ich mich selber akzeptieren, dann können mich andere akzeptieren. Es ist alles rückwärts. Du definierst dich durch deinen Besitz, durch deine Leistung, durch deine Intelligenz, durch die Frauen, die du haben kannst, definieren den Wert eines Mannes. Der die 10 an der Seite hat, ist mehr wert als der die 7 an der Seite hat, ist klar. Aber wenn du erst die 10 erreicht hast, dann darfst du nachher auch dich als Mann fühlen. Und das sind die grundlegenden Probleme des heutigen Mannes. Frauen ist es ein bisschen anders. Aber auch jede Frau will sich zunächst mal so richtig als Frau fühlen. Und sie wird den Mann wählen, bei dem sie sich so richtig als Frau fühlen kann. Wenn dir dieses Audio gefallen hat oder es dich zumindest zum Nachdenken bringt, dann empfehle ich dir, dich mit deiner E-Mail-Adresse in das vollkommen kostenlose Magic Mail E-Mail Training einzutragen. Dieses E-Mail Training ist speziell für Männer konzipiert, welche in jüngster Zeit von einer Frau verlassen wurden und diese nun so schnell wie möglich zurückgewinnen wollen, aber auch für Männer, die generell nicht wirklich zufrieden mit ihrem Erfolg beim anderen Geschlecht sind. Für Männer, die in ihren Beziehungen immer wieder an Grenzen, auf Probleme oder Dramen stoßen, die sie nicht und schon gar nicht alleine bewältigen können. Für Männer, die sich nicht selbstbewusst genug fühlen, um wirklich attraktive und emotionell gesunde Frauen in ihr Leben zu ziehen. Für Männer, die zwar der Kapitän ihrer Beziehung sein wollen, aber immer wieder merken, dass die Frau das Ruder übernimmt oder gar die Zügel in der Hand hält. Aber auch speziell für Männer, die immer wieder versuchen, sich die Gunst attraktiver Frauen zu erwerben oder gar zu ertricksen oder zu erschleichen, aber trotzdem oder eben gerade deshalb immer wieder in der Freundschaftszone landen und von Frauen nicht wirklich als richtiger Mann oder als sexuell interessanter Mann wahrgenommen werden. Lass mich dir eines sagen. Wenn du Probleme irgendeiner Art mit Frauen und oder Beziehungen hast, dann liegt die Ursache fast immer darin, dass du deine Macht, deine authentische Power als Mann auf irgendeiner Ebene oder auf irgendeine Art und Weise an Frauen abgibst und nicht mit deiner Männlichkeit im Reinen bist. Wenn du, wie schon tausende andere Männer vor dir, dein Leben radikal transformieren, deinen Erfolg bei Frauen drastisch steigern und sogar gute Beziehungen führen möchtest, dann trag dich hier und jetzt in dieses kostenlose E-Mail-Training ein, wo du durch einen klaren und tausendfach bewährten E-Mail-Training-Prozess geführt wirst, in welchem du lernst, wie du Schritt für Schritt deine innere Power als Mann wieder zurückgewinnen wirst. Alles, was wir von dir brauchen, ist deine E-Mail-Adresse, damit wir dir das kostenlose E-Mail-Training überhaupt zusenden können. Wir brauchen keine private Information wie deinen Namen oder andere Daten. Dein E-Mail-Training ist 100% kostenlos und du kannst dich natürlich jederzeit mit 2 kleinen Klicks wieder davon abmelden. Denke allerdings nicht, dass du das tun wirst, wenn du merkst, wie sehr es dir wirklich helfen wird. Trag dich jetzt hier ein und dein Leben wird sich von Grund auf verändern. Du bist nicht allein. Lösungen sind nur einen Mausklick entfernt.